Sollte Tristan noch fragen, wie man Radovid mit Hilfe des magischen Steins aufspürt. Da müssen wir nochmal bei Carmen vorbeischauen. Wo sind die? Das ist die große Frage. Wo sind die Elfen? Alles läuft nach Plan. Also ich glaube, Siegfried wird uns nicht helfen, weil Siegfried haben wir minimal verärgert, indem wir ihm nicht beigestanden haben gegen die Elfen. Da ich aber im Endeffekt, weil ich habe ja das Let's Play dazu jetzt schon beendet. Ich war nicht begeistert von den Sachen, die die da gemacht haben. Der Ohren der Flammenrose. Da gab es deutlich andere Sachen, die ich auf Seiten der Elfen besser fand. Ich gestehe, ich finde euch. So. Ja, es wäre schön, wenn ihr mich nicht mehr Weißhaar nennen würdet. Weißhaar ist nicht so ganz mein Name. Ja, schon was du hier bist. Wir reden erstmal mit Triss. Dann versuche ich herauszufinden, wo Yevon ist. Blöder. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht verzieht? Wisst ihr noch irgendetwas über den magischen Kommunikator, den ich euch gegeben habe? Er ermöglicht Gespräche über kurze Entfernungen. Mit etwas magischem Wissen könnte man ihm sicher zahlreiche Informationen entlocken. Wenn die Salamander ihn benutzt haben, um mit ihrem Lager zu kommunizieren, sollte es mir möglich sein, sie zu lokalisieren. Kurze Distanzen, ja? Könnt ihr die letzte Kommunikation überprüfen? Der Kommunikator schickte ein Signal an ein Haus in Vysima. Es ist auf eurer Karte markiert. Mhm. Gibt es etwas, das ich wissen müsste? Ich habe da so eine Ahnung. Ich überprüfe es. Na gut, seid vorsichtig. Das werden wir sein. Wir sehen uns später. So, also können wir noch was mit dir? Bei Triss musste ich dumme Bilder ansehen. Sie hat gewiss ihre Gründe. Bilder sind doof. So, kann ich dir jetzt endlich den Ring geben? Nee, wir haben gerade keinen. Ah. Das ist etwas unangemessen, findet ihr nicht? Ja. Du mich auch. Du mich auch, Triss. Aus der Karte verfolgen. Aus der Karte verfolgen. Verfolgen. Nein. Okay. Ich will nie einmal hier lang. Apropos, ich will nochmal beim Buchhändler gucken. Immer? Vielleicht. Habe ich irgendwas hier noch nicht gelesen? Wird schon neu, ja gut. Aber den Rest haben wir. Ich weiß nicht, inwiefern. Kaufen wir einmal. Eigentlich können wir alles, was hier gerade mal so 70 kostet und was wir noch nicht gelesen haben, holen. So. Achso, mehr Platz haben wir auch gerade nicht. Ich lese das gerade mal nicht vor. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir dadurch auch was lernen. Aber dem war leider nicht so.
Dann holen wir uns das hier noch einmal. Das Bestiarium beschreibt das Unterwasservolk der Vojan Noi. Ihm gehören Krieger, Geistliche und der mysteriöse Dagon an. Okay. Das können wir dann also auch wieder verkaufen. Hast du noch irgendwas? Geralt von Riva nehme ich an. Ja. Wer will das wissen? Ich habe eine Nachricht von gemeinsamen Freunden. Sie lautet, mischt euch nicht in Angelegenheiten ein, die euch nichts angehen. Ich habe eine Nachricht für diese gemeinsamen Freunde. Sprecht. Sagt ihnen, ich bin bereit zu reden. Die Zeit wird kommen, da ihr eure Sympathie für die richtige Seite zeigen müsst. Ja, ich hab's befürchtet. Bringt das in Ordnung, Hexer. Waffenhändler. Okay. Endlich an. Talente 5000. Ja, gemeinsam steht für gemein und einsam, oder? Ja. Ja. Dafür steht das. 5000! Ihr wollt mich doch verkohlen! Gut, wenn ich jede Menge Poker spielen würde hier drin und hohe Einsätze machen würde, würden wir das sogar hinkriegen. Mehr als 5000. Wir waren sogar einmal nah dran. Hätte ich gewusst, dass man hier eine neue Rüstung kriegt. Ich dachte, es gibt nur zwei Rüstungen. Einmal die man hat und die man später noch sich erschaffen kann. Was? Und du hast doch keine Würde. Was? Bitte? Was? Also wirklich? Seid gegrüßt, Hexer. Natürlich habe ich Seid die. Seid gegrüßt, die ist nicht viel, aber diesmal ist kein magischer Spiegel zwischen uns. Ungefähr so viel. Wie schön, dass ihr meine kleine Zuflucht so gefunden habt. Ich. Mit Triss Merigolds Hilfe, habe ich recht? Ihr kennt Triss? Nicht persönlich, aber ich kenne Philippe Eilhart. Und damit kennt man alle Zauberinnen. Eilhart. Ich wollte mit euch sprechen, Hexer. Wer ist Philippa? Eine der prominentesten Bürgerinnen Redaniens. Sie hat die halbe Elite Redaniens bestochen, betört oder eingeschüchtert. Okay. Sie gehört auch der Zauberinnenloge an, so wie eure Triss. Ah. Die nehmen keine Zauberer auf? Nein. Jede dieser Frauen glaubt, sie dürfe über das Schicksal der Welt bestimmen. Und manchmal tun sie das auch. Wenn ihr das sagt? Man sollte Zauberinnen nicht schmähen. Wunderschön, weise, hilfreich. So geben sie sich jedenfalls. Eines Tages werde ich sie in ihre Schranken weisen. Obwohl sie in ihrer Gunst stand, verriet Triss einst ihre Freundinnen. Echt? Tat sie das? Na gut, ich habe die Bücher noch nicht weitergelesen, deswegen... Also mein Stand, den ich von Witcher habe, liegt bei Band 1 der Vorgeschichte. Also eigentlich der ersten Staffel Witcher auf Netflix. Das ist mein Wissensstand bei dieser Reihe. Muss ich unbedingt ändern. Aber ich möchte eigentlich erst die ganze Reihe vollständig im Regal stehen haben, bevor ich weiterlese. Also das bringt das nichts. Aber... Ich vertraue, Triss. Denkt an meine Worte. Es gibt ja, meine ich, in Witcher auch noch eine andere Zauberin. Ich weiß... Doch, warte. Wie hieß sie denn nochmal? Yennefer. Yennefer. Ich mag die nicht. Ich mag sie einfach nicht. Du bist die Hexe, oder? Ja. Ja. Ungelogen. Früher... Also, gut, im Kindergarten war ich tatsächlich noch Prinzessin. Also, so vom Verkleiden her. So, und ab der zweiten Klasse bis fünfte Klasse, da war ja noch so Ritus, so Fasching,
man durfte sich verkleiden oder man sollte verkleidet in die Schule kommen. Du kannst dreimal raten, wer ich früher war, und das war eigentlich durchgehend ich mit Hexenhut und Zaubererumhang und ne, Zauberstab und ja, ich war die Hexe. Ungelegen, früher war ich Hexe. Echt? Ja, warum nicht? Oh, Hexe, ganz ehrlich, Hexen sind cool. Hexen sind echt cool. Es kommt natürlich drauf an, was, wie, wo, ne? Aber ich war lieber so eine Hexe, als so diese piekfeine Prinzessin mit diesem Kleidchen und dem Tüll und dem Rosa und dem Lila und dem Pink und ach, der Rest. Ne? Ja, aber auch so Zauberumhang und so weiter. Also Mischung aus zwischen Hexe und Magier. Es war einfach cool. Es war einfach cool. Vor allem zu meiner Zeit war ja auch Harry Potter gerade so wirklich richtig im Kommen. Gut, den Hype um den ersten und den zweiten Teil, klar, habe ich nicht ganz so mitgekriegt, aber ab Teil 3. Teile kannte ich ja auch alle schon, aber es war halt nicht so, dass ich gesagt habe, oh geil, es kommt der neue Harry Potter raus. Aber so, da kam dann halt so, ja, ich bin lieber eine Hexe als eine Prinzessin. Und ganz ehrlich, heutzutage, wenn man so vom Charakter her geht, bin ich lieber die Hexe, die sagt, okay, so, so und so ist es, so sind die Fakten, hier, bin ehrlich. Tatsächlich, so wird man ja heute beschrieben. Als die scheinheilige Prinzessin, die sagt, ach ja, ich bin so toll und ach ja, da läuft alles super und das ist toll und das ist toll. Bist du bis heute geblieben? Ja, das stehe ich zu. Ich fand Hexen auch lieber als, fand ich auch besser als Prinzessin. Ich bin gerne Hexe. Aber keine böse Hexe, ne? So, ich bin so das Mittelding. Ich kann böse sein, ich kann aber auch ganz zuckerlieb sein. Wenn ich möchte. Ansonsten kann auch mal die böse Hexe durchkommen. Bezweifle ich. Ach komm. Ganz ehrlich, wäre ich so schlimm, wäre ich so eine böse Hexe, wärst du, glaube ich, nicht mehr hier. Also irgendwas muss sich ja zum Bleiben bewegen. Oder? Ihr wolltet etwas. Kennt ihr die jüngsten seltsamen Erlasse in Vysima? Ich habe davon gehört. Sie tragen des Königs Siegel, doch manche argwöhnen Schwindel. Erzählt mir mehr. Hey. Wie Thala sagte, Foltest hat diese Erlasse nicht unterzeichnet. Gemein. Ich kenne seine Unterschrift. Ihr kennt Thala? Gewiss. Ich wäre ein Narr, würde ich den Geheimdienstchef Temeriens nicht kennen. Also hat Foltest das Kriegsrecht nicht verhängt? Nein. Ich denke, ich sollte ihn informieren. In welcher Beziehung steht ihr zu Adda? Ich hatte gehofft, ich könnte sie überreden, den König Redaniens zu ehelichen, wovon beide Königreiche profitieren würden. Mit Foltests Hilfe könnte unser König sich endlich von all den Parasiten, die ihn umgeben, befreien. Im Gegenzug könnte Redanien Temerien gegen die Skoyatel beistehen. Die Vorteile für den Handel brauche ich nicht, es zu erwähnen. Die vereinten Königreiche könnten der wachsenden Macht der Ritterorden und der Zünfte trotzen. Und obendrein... Genug. Ihr habt mich überzeugt. Aber ich bin nicht Adda. Und ihr, Hexer? Wie denkt ihr über Foltests Tochter? Was wollt ihr wissen? Ihr seid ein Experte für Ungeheuer. Ihr habt den Striegenbann gebrochen. Stimmt. Kann sie Kinder bekommen? Ja. Warum nicht? Gesunde Menschenkinder? Ich denke, ja. Aber einer der Wissenden sollte sie untersuchen. Habt Dank. Ich hoffe, dieses Gespräch bleibt unter uns. Ich kann mir und denken, was der Kerl von ihr will. Und pfusch bitte nicht in Redaniens Thronfolgeplänen herum. Ich pfusche generell nicht herum. Also habt ihr nichts zu befürchten, Eure Majestät. Wie habt ihr das herausbekommen? Die Art, wie euch eure Leute ansehen. Wie ihr von Redanien und Adda sprecht. Und dann
Euer Ring. Falls ihr je nach Redanien kommt, besucht den königlichen Hof. Lebt wohl. Lebt wohl, König. Die Hoffnung, dass du vor ein paar Stone etwas nochmal zockst, hier dran kannst. Also ich werde es auf jeden Fall zocken. Also FF9, wie gesagt, wenn es dann irgendwann mal an der Reihe ist. Ich meine, bis Teil 3 haben wir es ja schon mal geschafft. Wird auf jeden Fall kommen und ja, Vampire's Dawn dann halt, wenn ich Lust und Laune drauf habe. Und da halte ich auch mein Wort. Weil es wurden jetzt schon öfters mal Wünsche geäußert, was ich mal spielen sollte. Und da versuche ich das natürlich auch umzusetzen. Sofern mich die Spiele natürlich interessieren. Und bei Vampire's Dawn ist das nun mal der Fall. Also, du kannst dir sicher sein, das wird irgendwann kommen. Ich werde dir dann auch Bescheid geben, tatsächlich. Und wenn es dann soweit ist, ich gehe von aus, ich werde es wahrscheinlich einfach nur lieben. Ja. Aber es ist echt cool, dass du mich damals über Final Fantasy gefunden hast. Weil, na gut, eigentlich die meisten haben mich, glaube ich, wirklich bei Final Fantasy gefunden. Und irgendwann, wo ich dann Medieval gespielt habe, glaube ich. Da kamen dann auch, glaube ich, auch noch einige dazu. Der 3 ist was draußen. Der Entwickler meinte, ist gerade Endspurtphase. Daher fangen wir mit dem 1 Bett an. Ja, wie gesagt, hetzen lasse ich mich dann nicht. Das mache ich wirklich, wenn ich Lust, Laune habe. Dann mache ich das auf jeden Fall. Ich denke mal, das wird auch dieses Jahr noch kommen. Aber... Wie gesagt, ich möchte erstmal so, also Witcher möchte ich auf jeden Fall erstmal durchkriegen, bei Final Fantasy möchte ich ein bisschen weiter sein. Und ja, vielleicht so zum Sommer hin. Also versprechen möchte ich nichts, aber ich kann dir versprechen, dass ich es auf jeden Fall spielen werde. Weil es sah echt cool aus. Es sah echt cool aus, auf was du mir da so gezeigt hattest und auch von erzählt hast. Also spielen werde ich es auf jeden Fall. Da wird auch für mich kein Weg dran vorbeigehen. Ich mache das halt mal so nach meinem eigenen Rhythmus und ja, wie ich denke, dass es halt gerade passt. Und für manche Spiele, es gibt ja noch so viele Spiele, die ich halt selber auch so noch spielen möchte, möchte ich ja halt doch teilweise, dass vielleicht noch der ein oder andere mehr mit dazu halt zuguckt, dass ich da halt vielleicht noch andere Leute zu bewegen kann, die Spiele zu spielen. Und ja. So ein guter Einfluss für manche Spiele sein, dass sie einfach mehr, bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen. Deswegen spiele ich einen Teil meiner Lieblingsspiele zum Beispiel auch jetzt noch nicht. Weil meine Lieblingsspiele, die halt nicht ganz so bekannt sind, die möchte ich dann halt wirklich, ne, einer größeren Masse an Menschen zeigen. Ich weiß aber, dass ich in paar Jahren, wenn ich mit der Final Fantasy Reihe schon ein bisschen weiter bin oder bis zu dem Teil, der dann draußen ist, soweit durch bin mit der Hauptreihe, dass ich dann mal einen Final Fantasy Marathon machen werde. Dass ich dann tatsächlich mal alle Teile hintereinander wegspiele. Das habe ich auf jeden Fall mal vor. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Aber ich habe es mir mal vorgenommen. Das habe ich nämlich bei einem anderen Streamer gesehen. Der macht nämlich gerade einen Marathon. Ist jetzt bei Teil 9 oder bei Teil 10. Der sitzt da in gut über ein halbes Jahr jetzt schon dran. Und das fand ich echt cool, wer das da aufgebaut hat alles. Das werde ich vielleicht irgendwann auch mal machen. Aber jetzt spiele ich das halt wirklich einfach nur so, ja, für mich, für euch so ein bisschen selber durch. Nicht 100% oder sonst irgendwas. Aber wenn ich den Marathon mache, dann würde ich zum Beispiel versuchen, die 100% zu kriegen. Versuchen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Bei den ersten Teilen ist es auch relativ einfach. So, kann ich mit dir noch irgendwie Hexa? Reden? Wer seid ihr? Und damit meine ich nicht euren Namen. Gute Frage. Haare zucken schon wieder. Leider gibt es darauf keine leichte Antwort. Ich bin an Redaniens königlichem Hofe aufgewachsen. Mein Vater wurde während des Krieges mit Nilfgaard ermordet. Seit ich mich nicht mehr für Spielzeug interessiere, versuche ich, mein Erbe zurückzuerlangen, die Mörder meines Vaters zu finden und Ordnung in mein Land zu bringen.
Leider bin ich von korrupten Verrätern, allzu ehrgeizigen Zauberinnen und frustrierten Kaplänen des ewigen Feuers umgeben. Soweit ich das beurteilen kann, so ist das leider. Die Oberschicht Temeriens genauso. Nichts lockt Hurensöhne so sehr an wie Macht. Ist Macht nicht das, was die alle eigentlich alle haben wollen? Den meisten geht es doch eigentlich immer nur um die Macht. Hauptsache über andere bestimmen können, Hauptsache ihren Willen durchsetzen. Egal was da kommt, nach ihnen die Sintflut. Perfekt. Ein Hexer ist das Sahnehäubchen mit diesen Waffen auf dem Rücken. Ja, okay. So, also einmal zu Carmen. Vielleicht hat die uns ja jetzt bezüglich Vincent ein bisschen was zu erzählen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie lange dieses dritte Kapitel jetzt auch hier geht. Und ich weiß auch nicht, wo wir Raffis Absurd daherkriegen. Ich habe mir vorhin das mal durchgelesen und geguckt. Man soll das angeblich nach der einen Quest von Leuwarden gekriegt haben. Und ich weiß, ich habe keine Schriftrolle verkauft. Da bin ich mir zu 99% sicher. Aber wir haben die Schriftrolle nicht. Bist wie Zorro mit den Schwertern. Stimmt. Stimmt. Ja, jetzt einfach nur einmal so die schwarze Maske noch einmal so drüber. Komplett schwarz anziehen. Ja, dann könnte ich jetzt Zorro durchgehen. Oh Mann. So. Dieser lange Weg zu Carmen. Ganz ehrlich, warum kannst du nicht einfach sich woanders hinstellen? Musst du unbedingt im Edelsviertel leben? Also, hat einen bei der Wache, bei dem sie irgendwie mit dem sie ins Bett geht, aber lebt hier unten. Nur weil sie hier ein Freundenhaus führt. Ja? Tachchen. Hat das Hemd Vincent geheilt? Es war schrecklich. Der Mond ging auf. Vincent verwandelte sich, zerriss das Hemd und lief davon. Beruhigt euch, Carmen. Vielleicht erweist sich eine andere Methode als wirksamer. Er will doch gar nicht so verwandelt werden. Und da gab es mal wieder One Piece schon. Gefühlt, seit ich lebe, schaue ich es, aber es nimmt kein Ende. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hab's nie geguckt. Ich hab's nie gesehen. Ich muss das echt mal nachholen. Ich muss so viele, viele Serien nachholen. Lebt wohl. Gerade hole ich ja Walking Dead nach. Das wurde mir jetzt von mehreren aus dem Chat empfohlen, dass ich Walking Dead sehen soll. Das kommt jetzt als erstes dran, bevor ich mich wieder an die Animes mache. Vielleicht. Pokémon muss ich auch mal gucken. Ich habe noch nie Pokémon gesehen. Schande über mein Haupt. Das Einzige, was ich je gesehen habe, war Digimon. Früher. Digimon habe ich gesehen, geliebt, gefeiert. Wo ist mein Nachsehen? Nur 964 Folgen. Ach du Scheiße. Na gut. Man kann es ja auch neben dem Zocken herlaufen lassen, also. Das ist ja. Da bin ich ja kein Problem mit. Da bin ich tatsächlich multitaskingfähig. Ich kann zocken und nebenbei wunderbar Serien schauen und krieg trotzdem alles mit. Also das wäre kein Problem. Die Frage ist nur, wo gibt es One Piece? Also alle Folgen. Ich weiß nicht, gibt es die bei Netflix? Ich habe da noch nie so wirklich drauf geachtet, deswegen. Achso, stimmt, wir sollten... Oh, wo waren denn die Elfen? Es kann sein, dass die Elfen noch in den Kloaken hausen. Dass die Elfen in den Kloaken sind. Achso, was will ich denn an der Seite machen? Da.
Kaufmannsviertel, ja, ja. Ich will aber hier zu den Ruinen. Entwicklungsteam. Okay, schaue ich mir nachher mal an. Weil, jetzt nochmal rauszutappen, das ist immer so ein Riesenakt. Ich bin immer froh, wenn ich wieder ins Spiel reinkomme. Schaue ich mir aber nachher auf jeden Fall an. So, links. Links. Rechts. Rechts, links. Okay. Erstmal beides links. Links. Hallöle. Wir ignorieren euch einfach. So, das war jetzt nochmal links. Okay, das war's mit dem Ignorieren. Aber jetzt geht's weiter. Runter. Hoch. Runter. So, jetzt. Links. Rechts. Links. Rechts. Sofern das Tor offen ist. Aber eigentlich hatten wir es ja geöffnet. Es müsste also eigentlich offen sein. Hoffen wir. Sieht aber gerade nicht gut aus. Okay, vielleicht, wenn wir sie besiegt haben. Ja, okay. Es öffnet sich. Ich weiß sonst nämlich nicht, wie wir mit Javin oder Javin in Kontakt treten sollen. Hier haben wir ihn ja zuletzt gesehen. Weil Siegfried redet nicht mit uns. Siegfried will einfach nicht von uns wissen. Nee. Okay, hier sind sie nicht. Ja. Das macht es nicht einfacher. Dann bitte an meinen Sumpf. Ja, wo sind die, ne? Aber da können wir nicht explizit nachsuchen. So, wir gucken jetzt einmal, ob sie an ihrem alten Standort sind. Hier im Sumpf. Ruinenhain. Wenn sie da nicht sind, dann weiß ich es nämlich auch nicht. Dann muss ich tatsächlich mal nachgucken, wo Javin ist. Und eigentlich gucke ich nie nach. Zumindest ich, wenn ich halt Leute finden muss. Aber ich weiß nicht, wo der sein soll. Wir haben bisher keine weiteren Anhaltspunkte auf die Elfen gefunden. Wenn sie hier hinten noch sind, was gerade gut aussieht. Da stehen nämlich welche. Ah, nee. Nee, das sind die Salamandra. Was wollt ihr denn hier? Ihr habt jetzt nicht meine Elfenfreunde umgebracht. Ihr Schweine. Könnt ihr es wagen? Hallo, Geralt. Ja, Kai, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommt einer, dann kommen sie alle. So.
Der Pisskopf. Noch einer. Das ist euer Ende! Ja, ja, ich weiß, das ist mein Ende. Juck! So, will noch jemand irgendwie einen auf den Deckel kriegen? Okay. Die haben hier alle nicht großartig viel dabei. Huh! Wo kommst du denn her? Ich muss Johnny jetzt noch verstecken. Alles gut. Gut, aber hier hinten sind sie halt auch nicht. Das macht das Ganze erheblich schwerer. Dann schauen wir doch mal, wo German ist. Das Problem ist, dass es selbst auf Englisch ist. Mit 3 In-Stream-Errungenschaften fortschalten ist schwer. Ja. Ich habe es einmal versucht. Ich bin kläglich daran gescheitert. Aber wenn ich irgendwann dann versuchen sollte, den Marathon zu machen und ich versuche, alle Errungenschaften zu kriegen, das heißt, auf 100% zu kommen, ich werde es versuchen. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Weil für jedes Final Fantasy auf 100% zu kommen, ist, glaube ich, schon echt schwierig. Also laut, sofern ich das richtig übersetzt habe, könnte es sein, dass Raven im Druidenhain ist. Huch. Stimmt, speichern sollte ich auch mal wieder. Ich habe ewig nicht gespeichert. Speichern, speichern, speichern. So, hier. Also einmal Druidenhain. Dann hoffen wir mal, dass er da ist. Weil, wie gesagt, Siegfried wird nicht mit uns reden. Siegfried sagt einfach nein. Noch richtig? Nicht ganz. Dann müssen wir in die Richtung. Ach, der Kikimori gegen die anderen. Das ist ja in Ordnung. Okay, wir steuern genau drauf zu. Bei der Rumschaffe muss man das eben mehrmals durchspielen. Ja. Ich habe noch den. Für mich habe ich ja noch den alten Safe von. Vom ersten Mal spielen. Das heißt, das wäre das geringere Problem. Ich bewahre ja meistens meine alten Saves auf. So. Also, Javin ist hier nicht. Zumindest sehe ich ihn bisher nicht. Lebt. Alles wächst. Ich weiß, dass man Stream-Errungenschaften nicht löschen kann. Ja, das finde ich auch doof. Das habe ich auch schon öfter gedacht, dass das echt cool wäre, wenn das gehen würde. Aber dem ist leider ja nicht so. Ja, weißer Wort.
Was denkt ihr über die Skoyatel? Politische Konflikte interessieren mich nicht. Die Druiden überdauern, weil wir nichts besitzen, das Könige begehren. Und die wiederum wissen, dass wir keine Bedrohung ihrer Macht darstellen. Ihnen könnte missfallen, dass ihr den Eichhörnchen Unterschlupf gewährt. Wir helfen allen Bedürftigen, solange sie unsere Bräuche achten. Die Elfen respektieren und verstehen die Natur. Und die Menschen tun das nicht? Leider nicht alle. Flüsse in Stadtnähe werden von Abwässern verseucht. Einst große Wälder werden gnadenlos gefällt. Tiere, von denen es einst nur so wimmelte, sind fast ausgestorben. Verstehe. Ja, weiß. Okay. Lebt. Können mir irgendeiner sagen? Die Holzfäller haben ihre Lichter verlassen. Sie haben sich den Salamandern widersetzt. Vor allem ist es verbuggt. Matthias-Master-Sieger habe ich nicht freigeschaltet, dabei bin ich schon über 400. So scheiße. Also wenn er Ruhmschaften verbuggt, ist das richtig. Ja, ihr solltet besser tagsüber im Sumpf herumspazieren. Der Kreis der Macht beschert uns einen. Gut, also Jovan ist nicht hier. Egal, was man, mit wie man hier redet. Die Holzfäller haben ihre Lichtung verlassen. Sie haben sich den Salamandern widersetzt. Okay, aber du kannst mir jetzt hier auch nicht... Nein, Wurfwald. Das hier können wir mal kaufen. Das ist irgendwie verwaschen. Gehen. Gucken wir das einmal. Wird die maximale Ausdauer. Buch ermöglicht einen Feenwild zu bestimmen und chemische Zutaten auszugewinnen. Gut. Aber das hilft uns allgemein dennoch nicht. 0,0%. Gut, einen Punkt gibt es noch. Einen. Das wäre Vivaldis Haus. Vivaldis Haus könnte unser noch sein. Das heißt jetzt aber für uns erstmal wieder zurücklaufen. Weil wir das ja so gerne tun. Es gibt ja nichts, was wir lieber tun. Das sind nette Vivan. Es gibt auch noch nette Vivan. Der ist schön. Der lässt einer einfach ein Schwein vergammeln. Ich kann diesen elendigen Sumpf nicht mehr sehen. Es ist aber einfach ätzend, dass zwei Kapitel halt komplett nur im Sumpf und in dieser Stadt spielen. Ich meine, schön und gut, dass man dann in das Handelsviertel kann, aber du machst halt nicht viel im Handelsviertel. Du gibst eigentlich nur dann deine Quests ab. Ansonsten bist du entweder in den Kloaken, im Sumpf oder im Elendsviertel. Oder Tempelbezirk, besser gesagt. Das sind so die einzigen Orte, in denen du eigentlich deine Zeit verbringst. Am meisten im Sumpf. Der ist einfach auf Dauer so eintönig. Wenn wir jetzt neue Gegner mit reingepackt hätten. Aber außer den Königsvivan, die waren nur einmal da. Ne. Ist hier nicht viel. Tote Hose ist hier. Ne, wir haben es ja gleich geschafft. Zumindest zum Boot. Dürfen wir wieder 5 Ohren zahlen, dafür, dass wir auf die andere Seite übersetzen dürfen.
Wie gesagt, eigentlich müsste der Typ schon steinreich sein. So viel Geld, wie wir dem schon in den Rachen gesteckt haben. Ja, braucht ihr ein Boot? Ja, wir brauchen ein Boot. Gib uns doch einfach eine Monatsfahrkarte. Bringt mit heute. Hm? Monatsfahrkarte dafür, dass wir auf die andere Seite übersetzen dürfen. Kann's losgehen? Ja. Sonst hätte... Die ewige Fragerei nervt auch. Also, wie Waldis Haus. Das ist dann aber auch die letzte Möglichkeit. Zumindest, was ich so rausgelesen habe. Leute, ich bin's nur. Ihr müsst nicht von mir wegrennen. So unheimlich bin ich nicht. Wirkt zwar so, aber... im tiefsten Herzen bin ich eigentlich ganz lieb. Manchmal zumindest. Öffne die Pforte. So, dann hoffe ich mal, dass die da tatsächlich sind. Weil sonst haben wir ein kleines Problem. Dann weiß ich nicht, wo ist. Also bei Kalkstein zu Hause glaube ich nicht. Kalkstein würde glaube ich keinen Vorteil bei sich lassen. Ja, Gott sei Dank, wir haben ihn. Willkommen, Wolf. Seid gegrüßt. Ihr seid unbeschadet zurück. Und Vivaldi hat seine Bank wieder. Oder bekommt sie zumindest bald. Das sind gute Neuigkeiten. Hat euch jemand Probleme bereitet? Nein. Und das ist seltsam. Ich habe den Eindruck, dass euch jemand schützt. Und damit meine ich nicht die Götter. Ich wüsste nicht, wer. Was wünscht ihr, Wolf? Ich habe ein Angebot. Wollt ihr, dass die Salamandra vernichtet werden? Sie sind auch Däune. Und sie bereiten mir viele Sorgen. Was schwebt euch vor? Ich habe mächtige Freunde, die wissen, wie man sie vernichten kann. Ich kann nicht behaupten, dass ich erpicht darauf bin. Aber da ihr mir geholfen habt... Heißt das, dass ihr euch mit ihnen treffen werdet? Wann und wo, Wolf? In der Taverne Neu Narrakord, in Visimas Händlerviertel. Visima wird streng bewacht. Aber für euch finde ich einen Weg. Wir sehen uns dort, Wolf. Wartet auf unser Signal. Gut, sehr schön. Ich sollte zu Triss gehen. Ja, das werden wir jetzt auch einmal tun. Danach werde ich noch mal ganz kurz aufs Klo verschwinden. Und danach kann es seelenruhig wieder weitergehen. Ich bin ja froh, dass meine Magentropfen jetzt wieder langsam angeschlagen haben. Das beruhigt mich ja mittlerweile. Jetzt sind der Golem. Okay. So, bis zu Triss gehen wir auf jeden Fall noch. Dann haben wir jetzt den Laufweg gleich nicht. Die Sintflut ist über uns gekommen. Die Sintflut, genau. So. Wir nähern uns auf jeden Fall Kapitel 4. Das ist schon mal sehr schön. Was für ein Wolkenbruch. Weißt du noch nicht, ob ich direkt hier nach mit Witcher 2 anfange? Nicht mein Witcher 2 würde ich auf der einen Seite gerne aufnehmen. Auf der anderen Seite. Nun konnte ich doch noch nachträglich aufnehmen. Dann wäre es jetzt nur nicht mehr blind. Aber ich glaube, das wäre ja. Vorerst erstmal egal. So, speichere ich einmal kurz. So, und dann bin ich einmal noch mal ganz kurz in der Pause. Keine Angst, dauert nicht lange. Diesmal muss ich keine Getränke holen. Das sind also wirklich nur 5 Minuten. Wenn überhaupt. So, dann bis gleich.
gleich.